Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Morgen ist es soweit. Morgen schauen wir nach den Geschlechtern nach. Wenn das Wetter sich hält. Momentan ist es nicht nass. Also kann man schön das Video filmen. Heute habe ich nämlich auch ausgemistet. Das kann man auch sehr gut erkennen, dass alles blitzeblank ist. Die anderen Kaninchen, die waren nämlich im Freigehege draußen. Manche haben es live gesehen, und zwar bei Instagram, Schussrich-S-Offizial. Dort bin ich nämlich manchmal live. Ja, genau. Heute ist aber kein Sonntag, weil ich nämlich immer Sonntag ausmisten tue. Die alle auf meinem Kanal neu sind und das noch nicht kennen. Na du, der hat ein schönes Fell, oder? Kommt wahrscheinlich doch ein bisschen nach dem Twix. Der hat aber manchmal helle Stellen wie hier, da, weil rheinische Schecke stammt ja von Japanerrasse ab. Wer das noch nicht weiß, habe ich ja in den anderen Videos auch schon erzählt. Könnt ihr mal vorbeischauen, einfach mal in die Playlist schauen, wo alle Videos sich befinden von den Jungen hier. In circa 1,5 Wochen steht der Verkauf an. Das geht so schnell, das ist schon krass. So ist das leider. Was hast denn du? Also nie wundern, was das Weiße hier ist. Das ist nur Augensand. Nur ist das hier bei den Kaninchen ein bisschen flüssiger. Also da haben sie, also sagen wir jetzt mal so, das sind die Tränen. Ja? Die waren nämlich draußen, da ist wahrscheinlich ein bisschen Wind in die Augen gekommen und da drehen die nämlich. Und nächsten Tag ist das nämlich trocken und da kann man das schön abmachen. Bevor man jetzt mit dem Finger hier drüber wischt, dann hat man das ganze Fell verschmiert vom Kaninchen. Genau. Und was hast du auf dem Kopf? Irgendein Krümel. Ja, und ich habe ja auch erwähnt, dass ich das Häuschen rausnehmen werde. Das da, das mache ich doch nie raus. Ich habe ein bisschen herumprobiert. Ohne Häuschen, nee, das funktioniert nicht. Da rennen die so durch die Kante und haben kein Versteck. Deswegen werde ich das drinnen lassen, ja, bis die Jungen dann verkauft sind. Und die Flecki wird dann hier oben wieder einziehen. Die Trixi geht dann wieder in ihren Stall. Das ist nämlich nur der Stall hier, wo die Babys geboren werden und großgezogen werden. Also bis zu 8 Wochen. Genau, Trixi. Frisst das mal alles auf dort, sonst tun deine großen Kinder alles auffressen hier. Ja, die wollen sich nicht so streicheln lassen. Das kommt dann nach einer Weile. Die sind ja noch ganz klein. So, es wird wieder Zeit für die Nachtsichtszenen von der Nachtsichtkamera da oben. Thank you.
Der nächste Tag steht an. Ja, bis heute Mittag war Orkanstürme. Jetzt ist fast gar kein Wind mehr. Echt blöd, weil heute hätte ich nämlich die Geschlechtserkennung machen können. Das wird sich ein Tag verschieben, also auf morgen. Ja, es ist echt kalt, gerade so 1 Grad nur. Und wenn der Mittner dazu kommt, ist es gleich noch viel kälter. Also es fühlt sich viel kälter an. Ja, und beim Sturm kann ich leider das Video nicht drehen, weil dann hat man nur ein Rauschen und hört Windgeräusche. Und das ist jetzt nämlich nie so perfekt. Deswegen verschieben wir das auf morgen, weil da nämlich kein Wind ist. Ja, springst du hier durch die Kante. Heute gibt es zum ersten Mal na, wer kann es erkennen? Rotkohl. Sollte man nicht viel geben. Also die Kleinen kennen es noch nicht. Deswegen hat er gerade so komisch geguckt. Die Trixi müsste es kennen. Die ist ja schon eine Weile bei uns. Das gibt es halt meistens nur im Winter. Den Rotkohl. Gucken wir mal runter zur Nachbarin, zu der Blue. Ja, der Rotkohl, der liegt hier unten drunter noch. Unter der Wamme. Die Futterschale, die sieht man gar nicht, weil die immer irgendwie drauf steht und du hast irgendwas über dein Auge. So, jetzt nicht mehr. Habt ihr eine Klatsche? Die haben sich voll erschrocken gerade. Aber irgendwie nicht von mir. Irgendwas von was anderes. Wahrscheinlich ist wieder hinter mir irgendwas langgerannt. Oder ein Vogel lang geflogen. Da sind sie voll erschrocken. Das passiert häufig. Ja, geh mit in das Häuschen. Genau. Groß die Kleinen und ich bin schon echt gespannt. Ja, die meisten sagen, dass die zwei dunklen Rammler sind und die helle wie die Trixi eine Häsin ist. Das werden wir in wenigen Tagen erfahren. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Ja, gehen wir oben dort drauf. Genau. Mini Trixi und Trixi. Macht denn ihr dort? Tja, keine Ahnung, was sie jetzt machen. Bei uns ist es nämlich jetzt fast um 3 und da geht nämlich schon die Sonne unter. Da wird es in einer Stunde richtig dunkel sein. Ja, echt blöd. Deswegen muss ich immer die Videos vor Mittag drehen, damit wir richtig tolle Beleuchtung haben. Damit wir alles gut erkennen können. Zum Beispiel bei der Geschlechtserkennung. Jetzt haben sie sich alle dort drinnen verkrochen. Bleibt mal dort drinnen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, lasst eine gute Bewertung da. Wiederschauen, reingehauen.